Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cilia. Im letzten Part haben wir, Gott, was haben wir gemacht? Die Sidequests beendet, alle bis auf eine, die uns noch möglich war. Eine haben wir vermasselt. Ja, irgendeine mit diesen, mit dieser Frau, die am Anfang, die, die aus dem Schatten agieren, genau. Ja, da, weil ich am Anfang irgendwie, glaube ich, noch keinen Guide benutzt habe für die Sidequest. Aber naja, jetzt sind wir hier, um eigentlich alle mysteriösen Juwelen zu sammeln. Okay, eins bekommen wir automatisch, nachdem wir Alfreds Schatz hier in Hamil genommen haben. Das haben wir. Niacara ist dann der nächste Ort. Untersucht in einem Haus nördlich der Kijara-Fälle die Schränke. Even great warriors can't fight on an empty stomach. Of course, nor are they very effective when they're drowsy Muss ja eins after von a diesen meal. beiden hier sein. Die Schränke, ich weiß nicht. Ich glaube nämlich, ich habe hier mal eins gefunden gehabt. Irgendwo random, so in einem Schrank. Sicher bin ich mir da leider nicht. Ich glaube, das war sogar hier. Wenn nicht, dann, also wenn wir hier keins finden, dann ist es so. Warte, Niakera, gibt es noch eins? Geisterpfad, Schatz von Alfred. Aber nördlich der Kijara-Fälle ist ja nur hier. Was anderes verstehe ich nicht darunter. Egal, gucken wir einfach in jedes Haus rein. Kann ja nicht schaden. Tja. Einfach nochmal hier rein. Hallo, Schrank. Irgendein Schrank, der ausgenommen werden will. Nachtquartier. Ach so, ja. Gut, ich könnte mich hier theoretisch und praktisch ausruhen. Wahrscheinlich umsonst. Aber nö. Ich glaube nämlich, das habe ich wirklich schon. Wir waren jetzt in dem Haus. Kein Schrank will sich mehr ausnehmen lassen. Wobei, hier waren wir noch nicht. Aber es ist ja alles nicht nördlich von den Kijara-Fällen. 500 Gold, wow. Beste. Gut, dann haben wir das schon. Dann fehlt uns jetzt auf dem Geisterpfad. Was heißt fehlt? Ich weiß nicht, ob es uns fehlt. Ein Alfred-Schatz soll hier noch sein. Und wie ich sehe, habe ich hier keinen. Ich habe hier keinen Alfreds Schatz. Das heißt, ich habe hier ja schön zu suchen. Mann, zählt mir ehrlich tatsächlich noch ein Alfreds Schatz hier in der Gegend? Puh. Warum kann die Gegner mich einfach nicht in Ruhe lassen, wenn ich Level über denen bin? Das ist eine sehr gute Frage, die ich immer noch nicht so wirklich weiß. Sehen tue ich Alfreds Schatz auch gerade nicht. Aber so wie es aussieht, haben wir hier jetzt noch einige Schätze zu holen, die wir noch sonst noch nicht hatten. Wie diese Leuchtdinge und so weiter. Vielleicht kriegen wir dadurch auch wieder einen Titel. Das weiß man ja nicht. Könnte man nachgucken, aber nein, danke.
Sieht gerade irgendwie nicht danach aus. Moment mal. Alfred Schatz. Etwas Lilanes. Tauch auf, wo auch immer du bist. Ja, Ven hat mir zwar am Anfang gesagt, yo, merk dir mal, wo die Sachen sind. Ich nur, nee. Habe ich mir gleich so gedacht. Gucke ich einfach jede Stelle nochmal nach. So. Südlicher Bereich. Mal gucken, wie ich gehen sollte. Führt eh alles irgendwie wieder. Im Kreis ist es egal, weil ich sowieso jede Richtung nochmal abgrasen muss. Weil ich mir sicher sein muss, dass hier auch nichts ist. Oh. Und dann ist ein Schmetterling vor mir. Meine Güte. Mal gucken, wie viele Angriffe brauche ich? Boah, voll viel. Ich muss sowas raushauen. Tja, habt ihr nun davon. Okay, bislang habe ich noch nicht mal annähernd irgendwas gesehen, was wie Alfred Schatz aussieht. Hallo Küken, du lässt mich bitte in Ruhe. Ach, ein Küken ist hier. Ich dachte schon, hä, wo soll hier ein Gegner sein, Karte? Lüg mich nicht an. Aber es ist so gelb, dass man es schon wieder nicht sieht. Ach, hier ist es. Geht doch. Sieht so aus, als ob es hier irgendwo hingehen würde, aber nee. Gut, nächster Halt. Substrath Höhenstraße. Tiefwald. Dann ist das hier. Genau. Könnt ihr eigentlich auch noch sagen, wo genau da? Mann, hab ich den. Ist wieder ein Alfred Schatz. Nein? Okay. Okay. Warum habe ich den nicht? Alter, ich habe so viele Alfred Schätze nicht. Naja, sind die jetzt hier und sind mysteriöse Juwelen, damit ich sie dann halt noch für den Titel sammeln kann, aber Alter. Ich habe so viel verpasst und darf das jetzt nachsuchen? Oh ja, da oben war ich auch noch nicht. Da war ich. Ich war da oben noch nicht. Den Sack habe ich auch noch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich hier irgendwie eine Zeit lang aufgehalten habe. Wie kriege ich den Stein weg? Warum mache ich überhaupt Stahl, wenn die eh alle Free-Hit sind? Aber jetzt mal ohne Spaß, wie kriege ich den Stein weg? Ich muss den wegbekommen, um hochzukommen. Leute, nervt man nicht. Mann. Cool, was Neues. Weil anders komme ich hier nicht hoch. Hier ist noch ein Stein. Wie geht das? Gehen wir halt hier hoch. Nein, du siehst mich nicht. Dass ich denn noch nie hier oben war? Das wundert mich. Das wundert mich wirklich. Cool, hier ist nichts. Nochmal eine Höhle, wo nichts ist. Und das am Anfang. Ahaha. Scheiße. Was? Hier gibt es noch ein... Noch ein Schatz von Alfred? What? You have to be kidding me. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube nicht, dass es dann auch noch gleichzeitig hier oben ist, aber... What? Harte Schuppe. Nope. Was passiert, wenn ich eigentlich direkt hier runter... Ich kann nicht direkt da runter springen. Okay.
Mann, das geht alles viel zu schnell. Gut, dann habe ich auch keine Ahnung, wie ich das kaputt machen kann. Da oben müsste ich auch nochmal hoch und nach gucken. Oh, oh. Renn doch nicht direkt in so einem Vieh. Okay. Nichts. Ich weiß, Leute, total spannend hier. Aber den optionalen schweren Boss will ich auch nochmal anfighten. Bevor ich das Spiel beende. Vielleicht schaffe ich ihn ja sogar. Was ich nicht glaube, weil es sogar in dem Guide steht, dass es ein schwerer optionaler Boss ist. Und schwer und optional sagt uns allen, was Sache ist. Außerdem will ich vor Beenden des Spiels ja sowieso nochmal die Arena machen. Alter, komm, Spiel, verarsch mich nicht. Ich habe so viel hier liegen gelassen. Ich habe mich doch so oft hier aufgehalten. Okay, in diesem Bereich, aber ich bin doch immer gependelt. What? Abwerfen. Meine Güte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die sieht fast so aus wie Mega-Bibo, Alter. Aber auch nur fast. Da war ich drinne, da ist eine Truhe. Alfred Schatz. Wir suchen dich. Moment mal, wir haben jetzt schon drei. Haben wir jetzt schon drei Alfred Schätze gefunden? Ich glaube, ne, zwei, oder? Weil ich brauchte nur noch vier. Und hätte dann das Achievement gehabt. Geh erstmal hier hin. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay. Das ist doof. Ich wette sowieso, dass das im anderen Abteil. Also jetzt von mir aus gesehen, nicht von der Karte rechts oben. Da irgendwo in diesem Gebiet, wo wir hingehen müssen, noch in den Abschnitt. Wow! Sag mal Leute, wie viel habe ich hier übersehen? Nicht gerade wenig. Turrets sind die, wow! Ihr benutzt ehrlich noch Arzt dafür. Also wenn wir so weitermachen, haben wir gleich ein Level up. So. Hier scheint auch nichts. Also bislang hatte man ja jetzt gefunden. Ich dachte, das eine wäre es sogar, aber nein. Aber nein. Das war Shiba One. Nur schwarz. Aber was soll's. Haben ist haben. Back dich mal bitte nicht in den Baum. Und renn auch nicht bitte gegen den Baum. Ich brauche Materialien. Sorry, ich muss das alles einsammeln. Ich muss ja die Shops noch aufleveln. So, dann muss hier das gesuchte Objekt sein. Frage ist nur, wie immer wo. Hier oben sehe ich schon mal nichts. Schätze ich, würde ich sagen. Gehen wir doch gleich mal auf die andere Seite, nachdem wir hier unten mal gegoogelt haben. Das ist doch mal eigentlich ein verdächtiger Ort. Ich bin nicht hier. Aber so wie es aussieht, ist hier nichts. Weil ich habe hier ja keinen Alfred-Schatz, bis auf den, den ich eben gefunden habe. Und das war kein mysteriöses Juwel.
Oh, Bruder. Oh. Da habe ich einmal kurz nicht hingeguckt. Ich habe es noch gehört, aber leider zu spät. Waren eh nur 10 Sekunden. Jut. Was heißt Jut? Nicht Jut. Wir haben es noch nicht gefunden. Sehen tue ich ja vor allem auch nichts. Kann ja mal gucken, ob ich von oben was sehe. Allerdings bin ich mir da nicht... Geh da weg, danke. Das war auch nur eine Truhe drin, aber man weiß ja nie. Beim anderen habe ich mich ja nicht umgedreht, vielleicht wäre es ja genau auf der linken Seite gewesen. Hier ist zum Beispiel noch ein Glitzerding. Ja. Alfred Schatz. Schön wär's. Kann ja immer so sein, dass es so gemein ist, dass man da eigentlich so gesehen hauptsächlich runterspringt und dann dahinter an der Wand hängt. Leute, seid mal nicht so aggressiv hier. Ich störe ja zu Hause ja nicht, solange ihr mich in Ruhe lässt. Aber nein, aber nein. Ich habe vor, hier unten noch alles zu erkunden, nachdem ich hier oben jetzt fertig bin. Dann haben wir nämlich die höheren Punkte nämlich schon mal abgehakt. Aber so wie es aussieht, gab es ja auch noch eine Höhle mit einer Truhe. Nein, da ist es. Da ist es. Piratenkönig. Das ist der Titel für die Alfred Schätze. Gut, nächstes Ziel. Sheraldon. Piratenkönig ist eine Trophäe, okay. Ich glaube, Kulmerfahrt wäre näher gewesen. Ich glaube, ich bin sogar auch immer in Kulmerfahrt. Ja. Das geht, glaube ich, so schneller, wenn ich Kulmerfahrt nochmal lade. Dito. Was heißt Dito? Ja. Im Herrenhaus Sheraldon. Im Schrank rechts hinter dem Sofa. Das sind tolle Schrecke hier. Ha! Cool. Dann habe ich das auch. Gut, nächster Halt. Kulmerfahrt. In einer Schatzkiste. Ihr müsst durch ein Loch krabbeln, um sie zu finden. Ach Gott, da kann ich nicht einfach gucken, ob ich da was habe, sondern... Sondern muss halt jede Schatzkiste in einem Loch... Boah. Boah. Hier sind zwei. Ich denke mal, die habe ich. Da waren die... Weil Alfred schätze, kann hier nicht noch einer sein. Und, wenn man mal guckt, man kann nur in drei Löcher rein. Die werde ich jetzt nochmal überprüfen. Kann man von hier aus? Nein, von hier aus kann man sogar schon mal nicht. Bleib doch nicht am Stein hängen, Jude! Du bist größer als der Stein! Menschenkinders! That was an excellent melody. But I wasn't playing the melody. Ah, yes, you kept a powerful beat. Ich glaube, die hätte ich schon vorher zusammentun sollen. Aber never mind. Diese Viecher. Nein, und Stein auch nein. Hier war nämlich das und hier kann ich durch.
Ja, ich würde sagen, das Juwel hätte ich. Wenn ich nachher nicht am Ende nicht alle habe, dann weiß ich wo und warum. Talys Höhenstraße, Schatz von Alfred. Diese Schätze von Alfred sind immer die besten. Nur leider habe ich hier natürlich auch keins. Mein Gott. Wie viel habe ich jetzt eigentlich von den... noch 5 fehlen, okay. Schon mal gut zu wissen. Da hinten ist ein schöner, seltener Gegner. Aber die Wüste ist so groß, Mann. Ach so, da ist der... Okay. Ich denke mir, es ist genau in diesem Teil, in dem ich gerade nicht bin. Ah, da ist der seltene Gegner. Ich dachte schon, ist er jetzt schon abgehauen? Besiegen wir dich halt, weil ich will die Erfahrungspunkte. Oder das Geld, je nachdem. Was war das für eine Fähigkeit gerade? Also für eine Art? Dieser schöne grüne Wirbel. Vor allem hier kann es sich ja eigentlich nur an den Wänden versteckt halten, weil es gibt kaum Grasbüschel, kaum Bäume, eigentlich nur an Stein. Das heißt, macht es eigentlich schon einfacher zu suchen. Nur dass halt rechts und links und bla so. Und in der Mitte und Kreuz und quer Gegner sind. Aber es macht nichts. Bakura, ja. Und tschüss. 1000 nur. So, ich muss jetzt mal kurz nachgucken, wie lange ich schon aufnehme. Ja, ich würde sagen, den Part beenden wir dann erstmal fürs Erste. Im nächsten Part suchen wir dann halt weiter nach den mysteriösen Juwelen. Und ich hoffe, das schaffen wir im nächsten Part. Und dann geht's in die Arena. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.